1260 Romani, 1503 Gotik, 1648 die Zerstörung und die letzte auf Ausgrabung 1961. Größere Ausgrabung gezeigt. Und wenn der Nutzer keine Eingabe vollführt, dreht sich die Vorhand halt immer um sich selbst und wechselt flüssig die Zeit. Und dann kann der Nutzer herantreten und einzelne Gebäude zum Beispiel anklicken. Zum Beispiel